Alles klar, Freunde, uns. Veku ist schon bereit. Was will der? Ey, was willst du? Ja, komm ran. Hoffentlich sind wir hier die Stärke. Portalfusion von Goku und Satan oder was? Wie damals. Hör auf, so großspielig zu tun, Gotex. Niemand kann unsere Fusion erledigen. Du vergisst, dass eine Portalfusion bin, die mich zum Stärksten macht. Die drei Typen sind das Ergebnis fähigeschlagener Fusion, oder? Sieht aus, als würden sie über irgendwas streiten. Gotan. Auf gar keinen Fall habt ihr und eure krank! Warte mal! Mir fällt gerade ein, Flashbacks. Den gab's, glaube ich, im Budokai irgendwas. 3 oder 2 oder so, ne? Das war auch geil. Da konnten ein paar Charaktere miteinander fusionieren, verschmelzen. Super Buu konnte Cell absorbieren, Freeze absorbieren und so fort. Das war schon geil, sowas fand ich. Und sowas gibt's halt hier in jeder Ecke in Heroes, sag ich mal. Dieser Körper ist ran von mir genug Kraft, um es zu dienen aufzunehmen. Ja, und ich an der Stelle würde mal ganz ruhig sein, Gotan. Deine Fusion hat deine Kraft um wie viel verbessert? Um einen Punkt? Du willst du mit mir Streit anfangen? Vergiss nicht, dass eine Hälfte von mir der Retter der Erde ist. Ja, na und, wen interessiert schon? Das dümmste Satan Indians, der ist schwach. Alter, wie cool der aussieht. Du hast echt, der sieht voll stylhaft aus. Der würde in LA jede so checken. Hey, wer bist du? Halt dich da raus. Dieser, wer ist Gotan? Der erinnert mich an Noir Master Nice, mein Boy. Shoutout an ihn. Der kommt bestimmt auch noch eines Tages mit dem Afro. Moment mal, wenn du weißt, wer wir sind und was sie getan haben, dann kannst du uns vielleicht sagen, wer von uns stärker ist. Auf jeden Fall, let's go. Yep. Ich so. Ja, ich kämpfe gegen euch, komm ran. Ja, komm. Oh, der sagt auch schon, da kannst du nicht kämpfen. Und ich sag, ja, wieso reden die noch so viel? Oh mein Gott, komm jetzt ran! Oder ich fusioniere mich auch gleich. Danke. Alles klar. Jetzt. Mal vor und zurück. Genau das. Komm ran. Keiner weiß. La la da da na 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 da. Bam! 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 Bada boom! Pow! Ah, Mist! Ah, Gotan, gegen den musst du aufpassen, ey. Der ist übel stark. Oh mein Gott. Der ist richtig stark. Wie komisch der aussieht, wie witzig, nicht komisch, sondern wie witzig der aussieht einfach. Allein sein Symbol hier oben. Keiner weiß. Was das? Verfolgechance. Jetzt Eskalation. Keine Verwarnung bitte. Nee, keine Lust drauf. Kampf und Brüll. Ja, bitte einsetzen, der Dead Machine. Oh mein Gott. Nee, lange. Keine Lust drauf. Nee. Geschlossen. Yikuza. Ja, wie gesagt, das kann man kontern, aber jetzt so diese, wenn man auf ohne Zeit spielt. Wie gesagt, es gibt sicherlich mehrere Karten als diesen Gott der Zerstörung aus Universum. Was war der? Aus. Der war doch von Gowas. Gowas Universum, ja. Ramushi, irgendwie sowas ist ja, keine Ahnung. Es gibt viele Charaktere, die sowas haben und der Charakter verändert einfach, wenn du ihn in den Unterstützungsbereich setzt, dass in dieser Runde quasi Buffs verändert werden, um es kurz zu sagen. Man kann seinen Schaden nicht erhöhen, sag ich mal. Ja, es ist krank. Es
Das ist geil. Und das erste Anfang vorhin, da geht es sicherlich so viel mit Decks und sowas. Und das interessiert mich halt prickelnd. Vor allem so in Online-Kämpfen und sowas. Sturmmodus, ja, wow. Bruder, was ist jetzt los? Und da kommt auch noch so rechtzeitig, so früh wurde schon ein DLC angekündigt. Kostenlos DLC mit Dragon Ball Super Broly Karten. Das ist geil, glaubt mir das. Ich hoffe, das Spiel wird lang supported, ohne Spaß. Wir haben nämlich so lange darauf gewartet, auf dieses Spiel an sich mal, dass Dragon Ball Heroes außerhalb von Japan veröffentlicht wird. Und was soll ich sagen? Also mir persönlich macht es übel Spaß. Und ich zock's auch lange und oder oft, sag ich mal grad. Zur Zeit, um ehrlich zu sein. Okay, der bekommt jetzt einen fetten Heap ab. Wie Schaden machen wir? Wir bringen den um. Bring den um! Oh, mit Super. Oh mein Gott! Krass. Bam, bada boom. Pow. Es. 50.000 Schaden. Oh mein Gott! Dodere, was zur Hölle, der ist ja irrsinnig stark. Ja, was denkst du? Was denkt ihr eigentlich? Ihr seid Fehlfusions, aber was wollt ihr mit mir? Guck mal, wie du da bist. Wie kaputt die aussehen. Aber der sieht cool aus. Nein, natürlich nicht, immer nur Spaß, aber. Nein, ehrlich zu sein, so schlecht sieht er gar nicht aus. So ein cooler. Mit einem Afro, keiner weiß, Goku-Satan-Fusion. Haut rein, Leute, bis dann, ciao. Haut rein, peace. Alles klar, sehr schön. Also, so viel dazu war mehr oder weniger so eine Side-Quest. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht in der Real-Quest. Wir haben ja zuletzt Ims und Silas besiegt. Ah, warte mal, by the way, warte mal, was haben wir L? Wieso steht da nicht L? Hä? Ach so, nein, der war einfach so random. Stimmt, der ist random aufgetaucht, WQ. Stimmt, ich dachte schon. Genau das brauchen wir. Ja, Jungs und Girls, die gerade zugucken. Irgendwas. Ich hab grad eine Erleuchtung. Ich zieh jetzt King Vegeta. Doch, mit den zwei Tickets. Irgendwas hat gerade so. BAM! Ich hatte die Erleuchtung gerade. Oh mein Gott. Ja, King Vegeta. Ich hatte gerade King Vegeta im Kopf. Ikuso, King Vegeta. Normalerweise speichere ich die Tickets auf, aber ich hatte. Ja! King Vegeta! Spaß, natürlich nicht King Vegeta. Aber ich hatte irgendwas hat mir gesagt, du wirst den ziehen! Du wirst den jetzt ziehen! Nicht ganz! Aber jetzt! Nein! Nein! Knapp! Das ist der andere SEC-Charakter! Oh mein Gott, wie knapp das war! Nee, oder? Das war legit der andere! Oh mein Gott, wie knapp das war! Ihr seht, ich hatte jetzt im Gefühl, dass wir was ziehen. Was macht der? Der ist sogar eine Special-Karte! Supporter! Nur ein Supporter bringt. Ja, gegen Angriff, ja, Berg, Angriffseffekt. Wenn sich mindestens ein Angreifer in ein Team befindet, steigt die Kraftstufe des eigenen Teams um 15.000. Was jedoch nicht zu einer Erhöhung der Heldenenergie führt, okay? Unterstützungseffekt hatte keinen. Angriffseffekt kann pro Kampf zusammen eingesetzt werden. Okay. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wenn es mindestens ein Angreifer. Also, wenn ich. Was. Ja. Ich meine, Runde 1 zum Beispiel. Runde 1 spiele ich ja nur Cell. Und den seine Kraft schon um 15.000 erhöht. Es geht, so schnell ist es nicht. Aber es ist dann quasi, dass du, wenn du mit einem Charakter spielst. Aber verdammt nochmal! Ich wusste. Ja, ich hatte so ein Gefühl, ich hab's euch gesagt. Das hat mir mein Stand gesagt. Manchmal fragt mich, ey, wie kann man so Glück haben und so, wieso ziehst du das? Das ist mein Stand. Ihr seht ihn nicht, nur zwei andere Stand-Nutzer können ihn sehen. Das ist Sawarudo, the world, Freunde. Aber! Na, Spaß war quasi ein bisschen. Jojo-Referenzen. Falls ihr Jojo nicht kennt, Jojo's Bizarre Adventure, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er ist zu stark! Mein Körper bewegt sich nicht mehr. Alle sind total fertig, was können wir jetzt noch tun? Außer sterben? Chine, gar nichts. Oh, hey, mal langsam! Wer ist es? Hm? Wer ist jetzt doch sich um mir zu widersetzen? Sino Goku und Sino Vegeta. Oh! Ja, da gucken jetzt alle, hä? Oh mein Gott, oh, wie cool die zwei aussehen! Ich finde das Gi von beiden sieht übel geil aus, finde ich, um ehrlich zu sein.
Die verkraften auf jeden Fall einiges. Niemals. Die zwei sind Uniform. Papa, Son Goku. Mann, sind wir froh, euch zu sehen. Moment mal, Son Goku und Vegeta sind aus der Spielwelt gekommen. Ich weiß ja nicht warum, aber es kommt mir nicht so vor. Also mal wieder Rasiermesser scharf kombiniert, Digga. Das sind die echten. Echt? Wie ein richtig echt? Was, also Son Goku aus unserer Welt. Höchstwahrscheinlich überrascht. Ich werde später das erklären. Hey, was ist mit mir? Tika, schöne Zeit, du bist auch hier. In der Lage muss ich das da sein. Ihr habt euch das eben in der Form geschlagen. Und jetzt geben wir was zurück, weil wir werden ab jetzt mitkämpfen. Wie geil! Ich kann es immer nicht fassen, die sind alle echt. Oh, wie cool der aussieht! Kaioshin Avatar! Schön, dass alle gesund und munter sind. Die sehen übel cool aus. Boah, und wer bist du? Zen. Oh, was für ein geiler Name. Ich bin ein Dragon Ball Hero, genau wie du. Was für ein geiler Name, Zen. Geil, du wolltest doch, dass ich noch einen Helden finde. Hier ist der. Dankeschön, vielen Dank. Wenn jetzt noch der letzte da ist, können wir loslegen. Geil! Wow, hoffentlich kommt er bald. Das wird nicht so einfach. Danke, dass du mitmachst, Zen. Die ganze letzte hat mir alles über Silasnes erzählt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich euch helfe. Hey, wie cool! Das ist übel cool gemacht! Ich spart euch, wenn ihr um die Freaks kümmern. Ihr habt genug Schaden errichtet, verstanden? Eure Tage sind gezählt, basta. Genau zur rechten Zeit, jetzt bekomme ich sogar noch bessere Daten. Auf geht's, Vegeta. Du hast mir gar nichts zu befehlen, Kakaroto. Ey, ich mach mit. Geil, sag mal, wie geil. Klingt super, ihr seid dabei. Bitte nicht übertreiben. Nee, alles gut. Ah, das haben die geil gemacht. Das haben die übertrieben geil gemacht gerade, wirklich. Das ist geil. So, jetzt bin ich drauf gespannt, was abgehen wird. Wobei, ja, ich kämpfe eigentlich alleine, sag ich mal. Wow. Ich dachte schon, Goku sind am Start, aber ja, pseudomäßig sind die am Start. Aber die haben jetzt 42.000 HP, krass. Okay, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, den Smash, den wir gerade gezogen haben, ich meine, mit Cell könnte ich schon ausspielen, aber die Sache ist ja, man kann nur ein Special oder beziehungsweise Support-Charakter im Team haben. Und bei mir ist es Gene auf jeden Fall. Ich gebe Berserker Goku dadurch einen Boost und gut ist das Ding. Genau. Aber krass. Da waren zwei SEC-Charaktere, wir haben den anderen gezogen. Unglaublich. Dreimal greift er an. Bam. Aber. Okay. Okay. Ja, es ist am Anfang ein bisschen, glaube ich, öde, weil ich will ja auf die Runde zurückkommen. Ja, vor allem, guck mal, eine Sache, ich kann verstehen. Ich kann verstehen, wenn ihr andere Charaktere sehen wollt und so, tralala. Das Problem ist, also ich habe nichts dagegen, ich werde das auch machen, aber ich mache das eher dann, wenn ich so an sich Online-Kämpfe mache oder so, dann teste verschiedene Teams. Die Sache hier ist eben wegen den Claims, vielleicht wissen das eine, ist gerade ein schwieriges Thema. Und mit dem Team weiß ich einfach, okay, das und das kann ich zeigen, das ist für mich einfach, das ist für mich einfacher. Das ist für mich einfacher, wollte ich gerade sagen. Ja, deswegen, sorry, ich meine, ja, ich kann es verstehen, im Prinzip. Und meine Strategie ist jetzt immer gleich, aber wie gesagt, weiß aber, ich zeigen darf und was nicht aktuell, deswegen passt es. Aber in Zukunft werden natürlich andere Sachen kommen. Also andere Teams, sage ich mal, natürlich. Okay, Kampfmodul. The Depths. Riesenmodus. Ey, ey! Hab Platz, Junge. Schmeine Wifi. Zum Beispiel, jetzt läuft gerade eine andere Musik als sonst, okay? Und die Musik ist zumal so, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich so eines. Vielleicht Bossgegner oder so gerade auf der Map. Aber bei der Musik weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass der Gesang. Das ist ja ein Song. Ich hoffe, das hat auch kein Copyright oder so oder ein Claim.
Was ist das, Mann? Das ist gerade schwierig. Schwieriges Thema. Aber was soll's, guck mal. Das, ja, guck mal, Freunde. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir hauen die Dinger raus. Oh, nice. Stufe 2 Senno-Kugel. Super bereit, let's go. Sturmmodus. Sehr schön. Ups. Ups. Was ist das, Junge? Nice. Guter Charme. Bam. Bada boom. Pow. Ah, schade. Bam. Oh. Aro. Wo schreibt Berserker Goku einmal? Wieso greift er nicht an? So. Ja, easy. Drachenfaust einfach insane. Ja, kannst du halt nicht zeigen, aber falls euch interessiert, könnt ihr gerne in den Streams vorbeischauen. Da nutzt ihr ja das Team zum Beispiel und da könnt ihr das sehen. Ey, es sei denn, ihr habt es schon gesehen. Alright, sehr schön. Diesen Kampf hätten wir jetzt auch gewonnen. Jetzt bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Super, ja, ja, hier tatsächlich. Super Boss-Mission abgeschlossen. Nice. Alles klar, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Kann ich euch dein Spiel ausziehen lassen? Das hat du bist echt ein miau! Echt hart im Nehmen. Beeindruckend, das sind keine normalen Grundschüler. Grundschüler? Verraff dich mal, was für Grundschüler. Aber war es das schon? Also, da gibt es nämlich noch eine Stage ganz oben. Oder vielleicht auch nur einen Ausschnitt. Dann geht's halt jetzt. Zen ist jetzt einfach mit sehr schön. Der Zen sah übel cool aus. Ja, okay, perfekt. Nice, haben wir wahrscheinlich geschafft jetzt hier. Bin gespannt, was für eine Sequenz jetzt kommt. War es das aber dann zu Kapitel 3? Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Gucken wir mal. Ikuzo. Satori Line. Son Goku und Vegeta, ihr seid genau so furchterregend wie euer Ruf. Ich habe jetzt genug Daten gesammelt, machen wir ein anderes Mal weiter, okay? Falken, du willst fliehen? Hier fehlt keiner, nicht heute. Ha! Was zum... Er hat sich die ganze Zeit zurückgehalten. Gebe dir diesen Wahnsinn ein, halt Silas, so warst du doch früher nicht. Oh, ich versichere dir, meine... Ich dachte gerade, die Stimme kommt mir bekannt vor. Nee, okay. Mein Plan, nur irgendwie einzuleiten, wird Früchte tragen. Ich werde diese korrupte Welt erneuern. Amblau! Ah, meine Augen! Lol, das kommt mir nur bekannt vor. Nee, nee, Sonnenfaust. Niemals erzähl, wo es Ziellassend ist. Der Feigling ist geflohen. Oh Mau, nein. Oh je. Yeah. Aber ich hätte nie, dass es so als es würden wir. Oh, ich weiß es noch wie gestern. Wir untersuchen eine historische Anomalie. Schau dir nur diesen Planeten an. Das war alles Majin Buu. Vergiss nicht, Silas. Wir sind hier nur auf Patrouille. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe keine Antwort gehört. Aleph. Ja, wozu Befehle? Hilfe. Ein Kind, wir müssen... Nein, unsere Mission ist es, wieder den normalen Lauf der Geschichte herzustellen. Wir dürfen sie auf keinen Fall nach unseren Wünschen umschreiben. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du musst das ertragen. Das, da ist ein Leben, das gerettet werden muss. Das kann ich nicht einfach wegschauen, Madame. Silas, warte! Kleiner Narr. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass wir die Geschichte nicht verändern dürfen? Eine einzige kleine Veränderung kann ungerade Ausmaß erreichen. Das wäre katastrophal. Ich weiß, dass das galaktische Gesetz Geschichtsänderungen als Schwerverbrechen betrachtet. Aber wenn ein Leben in Gefahr ist, dann ist dann Untätigkeit wirklich das Richtige. Dieser Vorfall hat sich bereits ereignet, um die Geschichte zu bewahren, dürfen wir nicht angreifen. Ich verstehe, dass du versündest, aber du musst dich ja beruhigen. Ja, geh eh. Warum ist das so wichtig? Welchen Zeitraum für die Zukunft dieses Kindes schaue ich, steht da bestimmt, der sei todisch. Nee, was steht da? Was? Na, was? Nein! Majin Buu vernichtet den ganzen gesamten Planeten. Ich habe gar nichts geändert, nicht das geringste. Oh, doch hast du im Prinzip. Hat der Schutz der richtigen Fassung der Geschichte irgendeinen tieferen Sinn? Auch wenn man dafür jemanden sterben lassen muss und das Böse unbeheiligt, was unbeheiligt lässt. Wenn man die Macht hat, jemanden zu retten, muss man das auch tun. Das ist wahre Gerechtigkeit. Aber wie kann ich die Dinge in Ordnung bringen? Ich kann nicht alleine retten. Ich weiß, das Böse muss ausgelöscht werden. Das Universum muss ohne Böse neu geschaffen werden. Oh je. Ich werde die Geschichte von Grund auf als wirkliche Geschichte erneuern. Ich werde die Essenz neu erschaffen. Dazu muss ich zuerst die Schritte verbrennen. Die Geschichte muss sterben. Oh je, noch so einer Samasu-like. Ah ja, ich glaube fest an der Rechtschaffenheit. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Er ist der Verlockung erlegen, die Geschichte in die eigene Hand zu nehmen.
und alles ist meine Schuld, weil ich so naiv war. Ist das, du bist so schicker in der Zeit. Huch, ach gar nichts, haha, komm ran. Es ist nur Silas und ich waren mal Partner und haben zusammen Anomalien beseitigt. Ihn jetzt als Feind zu behalten ist etwas ungewöhnungsbedürftig. Silas ist halt Soldat der Generation, ey. Aber zumindest ist die Welt jetzt erstmal für den Moment sicher, nicht wahr? Ja, danke euch, okay. Ihr habt mich schon wieder ey, krank. Zurück ins Labor. Ey, ist doch geil. Ist doch geil. Der Kampf am Ende war geil. Vor allem, Zen sieht cool aus. Sieht auch komisch aus. Aber geil. Ist doch ein cooles Kapitel. Bist du ein Teil vom Kapitel? Es geht legit noch weiter. Teil 3 geht weiter. Zeit zum Trainieren. Kampf gegen die Legende Krieger freigeschaltet. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier anfängt. Und dann, genau, wäre es auch demnächst für diesen Part. Ich bin nämlich gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird. Okay, ihr wisst es zwar wahrscheinlich schon, aber sehen wir uns einmal Silas Plan genauer an. Er will die gesamte Existenz zurücksetzen. In anderen Worten, die Geschichte ausradieren. Er will die Schriftrolle der Ewigkeit verbrennen und die Zeitlinie nach seinen Wünschen neu schreiben. Dazu hat er ein Keywesen erschaffen, seinen persönlichen Henker. Das erklärt all die Angriffe. Er braucht die Daten. Echt, so ein Blödmann. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Wir müssen diesen Irren aufhalten. Und das sind wir auch. Deshalb sind wir hier. Oh. Ja, ich will nochmal gegen kämpfen und dann zum letzten Mal. Danke, wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Sag mal, Trunks. Ey, jetzt hast du ihn verraten. Wie lange willst du eigentlich noch dieses komische Outfit tragen? Huch, hat er etwa gesagt. Trunks? Ich höre, dass er Trunks gesagt hat. Moment, dann ist der Heldenmeister. Son Goku, ich habe wirklich alles gedacht, um meine eigene Identität also geheim zu halten. Oh Mist, ich habe die Superheldenregeln ganz vergessen. Entschuldigung. Nein, nein, das ist echt typisch für dich. Merkwürdig beruhigend. Ich habe die richtige gehört, Trunks. Anscheinend nennt man dich. Wie wär's so noch? Traum? Und soweit ich sehe, kopiert dieses Kind eine alberne Aufmachung, oder? Junge, komm du nach Hause, Charles, dann gibt's ein paar Schellen. Diese Heldenverehrung ist dir zu Kopf gestiegen und hat dich verweichlicht. Das erklärt auch den erbärmlichen Zustand, in dem wir dich vorgefunden haben. Oh, wie kannst du es wagen, dich als Zeichen zu bezeichnen? Ja, Menno! Otosan! Das ist mir nicht zu Kopf gestiegen. Aber ich glaube, damit ist es vorbei mit Verstecken. Okay, dann musst du es auch jetzt abgeben. Oh, es sieht schon viel, viel besser aus. Was? Boah, das ist echt Chance. Ich kann kaum glauben, dass wir zu Goku, Vegeta und Trunks im selben Raum bin. Ich lerne drei Dinge, die Krieg auf einmal kennen. Krass. Entschuldige die Verkleidung. Da wir in eurer Welthelden sind, hielt ich fürs Beste, meine Idee zu verbergen. Ihr merkt schon, ich brauche ein bisschen Wasser. Ich habe schon ein bisschen viel geredet, weil die einfach nur ewig reden. Und ja, zumindest nicht an den Klamotten. Genau, ach, die ehrlich gesagt, genau, dankeschön. Ja, es sieht schon gut aus. Oh, jetzt reden die noch 8 Jahre oder was? Oh mein Gott. Hm, ist irgendwas, die beiden schauen rein, als wären sie auf einer Beerdigung. Ist irgendwas, Meister? Oh, Ozaru, du kannst mich jetzt ruhig Trunks sein, Mate, weißt doch. Meister auch okay, aber nimm mich hier nach meinem Namen, man. Okay, Trunks, also was ist das passiert, man? Ja, ich sollte dich wahrscheinlich einweihen. Eigentlich sollte ich sogar alle einweihen. Komm zusammen. Oh, Meister nimmt kein Ende, legit. Zeitspalte! Ja, die sind ziemlich gefährlich. Wenn man einen betritt, kann man in eine andere Ära oder eine andere Welt transportiert werden. Man kann sogar mal kurz der Zeit landen. Ich weiß zwar nicht, ob ich alles bis in letzter verstehe, aber ich habe verstanden, dass die gefährlich sind. Gut, das ist die Hauptsache. Als ihr durch diesen Spalt gegangen seid, ist mir das Blut in den Adern gefroren. Wir sind durch einen gegangen? Ja, auf eurer Suche nach Niem. Seid ihr doch in einen schwarzen Strudel geraten. Wisst ihr noch? BD. Ich hatte schon befürchtet, dass sich dabei um einen Spalt handelt. Und ich hatte recht. Wow, schräg. Aber Moment mal. Wenn der Spalt uns eingesogen hat, warum wurde dann in Super Dragon Heroes Welt transportiert? Ja, wird die Sache kompliziert. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber nachdem ich Chunks Bericht gehört habe, weiß ich jetzt, dass er stimmt. Der Spalt hat gar keine Verbindung zur Spielwelt, sondern mit der echten Welt von Dragon Ball. Silas hat Super Dragon Ball Heroes mit dem Spalt kombiniert, um diese Realität zu erschaffen. Eine komplett neue Zeitlinie, unabhängig von Original. Das ist bis ins kleinste Detail die Welt von Dragon Ball. Wirklich? Da fällt mir ein, ich konnte riechen und ich habe Schmerzen gespürt. Dann war das alles echt? Und das ist noch lange nicht alles. Wir reden hier seit 8 Jahren, aber es ist ein bisschen interessant, weil Silas die Dragon Ball Welt mit der echten Welt verknüpft hat. Ich werde schon verrückt und mache andere Stimmen. Sind auch in der echten Welt Zeitspalte aufgetaucht? Die gesamte Existenz steht jetzt in Gefahr, von der Zeitspalte verschluckt zu werden. Nicht nur Ningen.
Und da die gegnerische Ki immer stärker wird, steht unsere größte Herausforderung noch bevor. Die Kaioshin-Zeit hat mich in alle Einzelheiten eingeweiht. Es wird immer schlimmer, was? Wenn ich mich richtig entsinne, bist du doch einer der ersten Helden. Wo bitte warst du die ganze Zeit, Zen? Auf einer Mission der Vergangenheit. Die Kaioshin-Zeit hat mich dorthin mitgenommen. Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Ahaha, diese Nachricht hat mich auch überrascht. Ich hatte die Kaioshin-Zeit gebeten, einen vielversprechenden Heldenanwärter zu rekrutieren. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie ihn gleich in der Vergangenheit entführt. Normalerweise führt man die Leute langsam daran heran. Och, jetzt komm aber! So eine schlimme Chefin bin ich auch wieder nicht! Okay, vielleicht bin ich ein bisschen aufgeregt! Ich habe es dann auf eine Mission geschickt, um ihn zu trainieren! Aber das Training kommt doch normalerweise vor der Mission! Wenn du so viel Angst vor der Aussicht auf Action hast, dann pack deine Sachen hier nach Hause! Warum tickt er so? Rede doch normal! Dann schickst du ihn zurück, ihr Mami! Wir gehen nirgendwo hin. Boah, könnten wir bitte aufhören zu reden? Könnten wir bitte aufhören zu reden? Nimm das auch mal ein Ende. Ah, oh, okay, komm, kämpfen. Meinst du, wir sollten sie trainieren? Ja, jetzt komm ran. Boah, mein Gott, ey. Wie lang die reden, es ist unglaublich gerade. Und der? Woher kommst du auf einmal, Froze? Oh mein Gott, yeah, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, muss erstmal was trinken. Ja, mein Mund ist ausgetrocknet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich zuletzt so getickt bin. Mit den ganzen Stimmen. Ich hoffe, das war nicht nervig. Naja, bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.